Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und heute habe ich wieder 10 Minecraft-Design-Ideen für euch. Und heute habe ich 10 Gefängnisse. Damit würde ich sagen, packen wir's an. Kroko. Das erste Gefängnis ist von Foxycraft und wir haben hier ein modernes Gefängnis, was aber auch schon ein bisschen länger steht, ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Das sehen wir hier an der Steinstruktur am Haus. Das ist nicht mehr ganz glatt, das ist schon so ein bisschen, ja, die Witterung hat sich schon da niedergeschlagen. Wir haben eine schöne Feuerleiter hier außen, sogar mitten am Handlauf. Finde ich sehr, sehr gut gemacht. Oben am Dach kann ein Helikopter landen. Schauen wir mal rein. Kleines Detail hier an der Seite, Klimaanlage. Mega cool. Drinnen haben wir nochmal hier einen extra Ausgang hinten raus. Hier haben wir den Bereich, wo die Gefängniswärter schlafen können. Die haben auch die Möglichkeit, hier aufs Dach zu gehen, um den Helikopterlandeplatz in Anspruch zu nehmen. Oben auch wieder Klimaanlage. Man kommt hier auch noch eins weiter nach unten. Unten ist noch ein ganz gemütliches Zimmerchen. Da wohnen die wahrscheinlich und schlafen in Ruhe. Man kommt dann in das wirkliche Gefängnis, kommt man dann auch direkt von hier. Tür auf, da ist natürlich Stacheldraht angebracht. Man kommt hier rein. Da ist ein Gemeinschaftsraum, hier ist schon die erste Zelle, die ist gerade noch offen. Weiter oben ist noch eine Zelle, die Zelle Nummer 2. Zack, spärlich eingerichtet, Ausbruchsplan leider hier liegen gelassen. Hoffentlich ist er rausgekommen, auch ohne Plan. Und hier ein Doppelzimmer, wo sie schön ihre Statistik führen, wer wie oft gewinnt. Von dem Gemeinschaftsraum kommt man nochmal in einen Keller. Und wenn man diese wunderbare Kellertür hier irgendwie öffnen könnte, kommt man hier in ein Wasserbecken, durch das man dann nach draußen flüchten kann. Nummer 2 ist von der Dosenlimonade und wir haben hier ein wunderbares Sheriffhäuschen. Mega cool. Es gefällt mir richtig gut. Eine richtig schöne Idee, ein Gefängnis auch so aus dem Wilden Westen zu bauen. Hier natürlich die wunderbare Hollywood-Schaukel unterm Dach. Sicher mega, mega nice, dass es ist. Auch wenn die ein bisschen schief schaukeln wird, weil der länger ist und der kürzer. Egal, gehen wir rein. Da hockt der Sheriff und thront dann und empfängt seine Gäste. Und hier kommen die ganzen Schurken rein. Das muss aufgemacht werden und zugeschweißt, damit auch ja keiner raus kann. Ist völlig in Ordnung. Wir gehen mal hier in eins rein. Und tja, wer jetzt meint, die Insassen hier drin sind dumm? Nope. Die haben schon vorgesorgt. Schaut euch die an. Zack. Rauskriechen. Freiheit. Ist auch schön gemacht, schaut wirklich so aus, als wäre hier freigegraben worden. Gefängnis Nummer 3 ist von Kenshin und wir kommen hier erstmal schon ganz schwierig rein. Wir müssen hier den Schalter umlegen und eventuell habe ich jetzt den hier schon umgelegt, genau. Da ist noch einer, den muss man auch umlegen und dann kommt man hier nach innen rein. Also man kann wirklich die Türen hier auch nur aufmachen, wenn da einer gleichzeitig den Schalter umlegt. Dann kommt man hier in die Bereiche rein, wo die Besucher auch rein dürfen. Da, die setzen sich dann hier hin und dann können auf den anderen Seiten die Gefangenen hingebracht werden. Genau, und hier sind es dann so die Kommandozelle. Und hier kommen wir dann auf einen der Türme hinauf. Es sind insgesamt 4 Türme an der Zahl, jeder lässt sich so betreten. Wenn wir nochmal hier in dem Vorhof stehen, können wir dann hier nach oben gehen und hier sind die ganzen Zellen angebracht. Die Zellen sind alle gleich eingerichtet, eine kleine Britsche zum Schlafen, ein Licht und fertig. Die Gefangenen können allerdings auch hier nach unten und dann hier in den hinteren Bereich gebracht werden. Und dort haben sie dann 2 Möglichkeiten. Die Möglichkeit 1 ist, sie gehen hier rein und kommen dann auf der anderen Seite raus, wo die also hier können sie mit den Besuchern sprechen. Oder sie haben auch hier unten Zugang zur Küche, wie es ausschaut. Da werden sie wohl dann mit Essen versorgt. Ian Onova nimmt uns ein Stück mit in die Geschichte und zeigt uns den Auftakt der französischen Revolution, und zwar den Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789. Ich fühle mich gerade wie ein Reiseführer. Was können wir hier sehen? Wir können hier sehen, wie Minecraft in Action aussieht. Hier passiert etwas. Hier sind die verschiedensten Arten von Artillerie aufgestellt. Ist das nah? Mit der hier diese wunderbare Burg, dieses Gefängnis belagert wird. Das schaut cool aus, wenn das hier so reinballert. Das schaut richtig gut aus. Noch einmal. Das schaut so richtig aus, als würde da dann die einschlagen. Egal. Dann, also hier sind die verschiedensten Arten von Artillerie. Das ganze Gebäude ist so im halb zerstörten Zustand gemacht mit brennenden Elementen. Die kann man im Survival natürlich nicht mit einer Fackel das ganze Holz ab. Da muss man sich was überlegen. Aber man kann Lagerfeuer integrieren zum Beispiel.
und das Ganze so einem zerstörten Look geben. Wir arbeiten uns mal hier in die Festung ein bisschen hinein. Die ist schon sehr zerstört. Man kommt hier nur noch ganz schwierig hindurch. Also Festung, ne? Das Staatsgefängnis. Und hier oben ist noch die letzten Reste vom Gefängnis zu erkennen. Den armen Burschen hat man noch nicht befreien können. Dem ging es wahrscheinlich auch nicht ganz so gut hier. Aber hier können wir sehen, da war auch mal eine Zelle dahinter. Das Ganze ist nur leider jetzt zerstört. Das Gefängnis von brennenden Federvieh ist schon sehr trist. Also ist sehr, sehr gut gemacht und wirkt auch sehr schön und modern. Gefällt mir richtig gut vom Design. Es ist nur für den Gefangenen, glaube ich, nicht so. Ja, es ist wirklich sehr trist. Also es kommt einem Gefängnis höchstwahrscheinlich sehr, sehr nah. Wir haben hier schon mal eine etwas schwierige Treppe. Hier geht es auch auf den Turm hinauf. Und hier oben ist quasi der Bereich, in dem sich die Wärter bewegen. Und hier unten sind dann die ganzen Inhaftierten. Neue Inhaftierte kommen auch rein, indem man hier durch die Tür hindurch geht und sie dann hier entsprechend runterbringt und sagt, so, stell dich mal da drauf, zack, ab in deine Zelle, so, und dann sitzt der da. Ja, Essen kommt auf dieselbe Weise rein, hier oben durch die Luke, schwuppdiwupp, Essen runter und gut ist. Und dann können die Gefangenen hier unten, ja, dann einzeln rausgelassen werden. Ich vermute mal, diese Elemente kann man auch von oben dann bedienen, dass man die Gefangenen hier rauslassen kann. Überall sind Überwachungskameras. Ja, ich weiß, Customate. Aber ist okay, der Rest ist schön Vanilla. Und hier gibt es dann einen kleinen Innenhof, in dem man sich ein bisschen beschäftigen kann, in dem man, ja, im Kreis läuft und vielleicht bringen sie irgendwann mal einen Basketballkorb an. Hier ist eine Gemeinschaftsarbeit von Kudo FPV und The Miner 02. Es gefällt mir wieder richtig gut. Auch etwas moderner gehalten, so wie das Gefängnis vom brennenden Federvieh hier drüben. Da Stacheldraht oben auf, schöne Klimageräte, 1, 2, 3, dass da drin auch gute Luft herrscht. Es herrscht immer dicke Luft, aber auch gute Luft. Gehen wir unten rein. Wir kommen durch das große Portal hier rein, haben rechts einen Bereich für den Mitarbeiter, der hier kontrolliert, wer rein und raus geht und wahrscheinlich auch die Sachen ausgibt. Da hinten ein bisschen Stauraum. Die Küche ist natürlich auch hier. Essensausgabe ist hier auf der anderen Seite. So, da gibt es einen wunderbaren klebrigen Brei und da dürfen die Insassen essen. Und hier oben sind die ganzen Zellen angeordnet, aber die haben immer eine Toilette, also einen Wasserhahn und einfache Bettchen. Und das zieht sich natürlich so bis nach ganz oben durch. Hier sind lauter Zellen, mal ist eine offen, wenn keiner mehr drin ist, oder vielleicht ist der gerade ausgebüxt. Oder sie sind alle geschlossen und wir kommen hier wirklich bis unter das Dach. Hier ist das nahe der Arme. Und wir kommen sogar ganz aufs Dach rauf, wenn wir den Knopf hier drücken und die Leiter hochhüpfen. Schwuppdiwupp. Stehen wir dann hier oben am Dach. Machen wir uns jetzt auf zur Gefängnisinsel von Minecraft Gimli. Schaut euch das Ding an. Eine Insel, so stelle ich es mir zumindest vor. Obendrauf nur ein kleines Häuschen, in dem der Wärter einsam haust. Der hat hier seine Holzvorräte angelegt. Und hier halt so ein kleines Häuschen, was man als Wärter so braucht. Das Gefängnis an sich dann lässt sich hier über eine Falltür betreten, durch die man im Übrigen nicht mehr rauskommt. Und dann hat man hier eine Zelle 1 und eine Zelle 2. Das könnte hier noch ein gutes Stück weitergehen so. Und die Gefangenen werden da eingesperrt, obwohl Zelle 1 hier auf alle Fälle schon fleißig war. Der hat gegraben Tag und Nacht und kann sich jetzt hier, komm, mit die Kläranlage wieder rausspülen lassen. Skeletto 2002 präsentiert uns das dunkle Knochenverlies. Für alle Hacker und Griefer, die werden hier eingesperrt. Was ich aber nicht ganz verstehe, was macht denn dann der da? Der ist nur zu Besuch, ne? Wie Monopoly, nur zu Besuch. Gut, dass der da drin ist, wundert mich nicht. Aber Leute. Ansonsten ist es mega gut gemacht hier. Ein bisschen gruselig mit dem ganzen, mit diesen roten Kerzen, die hier so ein bisschen so teufelbeschwörerisch. Warum man den armen Händler eingesperrt hat, keine Ahnung. Ich bin ja immer pro Händler eingestellt. Jo, und dann gibt es hier halt noch wunderschöne Räume wie Folterkammer und ja, dahinter ist nichts, aber es schaut auf alle Fälle sehr, sehr cool aus. Das nächste Gefängnis ist von Tiger-DNA und ich sage euch, das ist ein rohstoffhungriges Ding. Hey, erstmal der ganze Blackstone, das geht ja noch. Aber dann hier die Eisenambosse, das geht auch noch. Aber das da und das da und das da. Da wird es dann schon kritisch. Aber gut, man kann die Blöcke auch mit anderen ersetzen. Dann haben wir hier einen abgehängten Käfig. Dann haben wir leider nie jemand rausgeholt, den armen Burschen, das hat man vergessen. Und ansonsten ist hier relativ wenig drinnen, außer sehr teure Blöcke.
Das Ganze ist schon länger nicht mehr verwendet worden, das Gefängnis. Das war wohl mal aus alten Zeiten. Es schaut richtig gut aus, eine richtig schöne dunkle Ruine. Die passt schön als kleines, wenn man so einen Hügel hat irgendwo und man möchte da irgendwas draufsetzen, da passt so ein Gefängnisruine einfach mega gut drauf mit diesem kleinen Magierturm hier oben mit dem weinenden Obsidian. Richtig gut. Aha. Das letzte Gefängnis ist nicht von Gilpio, sondern von Glupio und es ist etwas fürs Auge. Denn das hier, meine Damen und Herren, ist der Turm von Rapunzel. Ein Gefängnis, das wohl allen von uns seit Kindertagen bekannt ist, nie als Gefängnis aufgefasst worden ist. Aber es ist tatsächlich ein Gefängnis und hier, nein, das sind nicht die Haare von der Rapunzel, das ist tatsächlich eine Ranke, die hochwächst. Aber ich denke, hier oben kann man die Haare erkennen. Das Ganze ist nicht ausgebaut, ist nur zum hübsch Ausschauen gedacht. Aber auch das finde ich mal eine schöne Idee, wenn man einfach Orte hat, die man füllen muss, aber eh nicht weiß, was man innen reinpackt. Warum nicht einfach mal nur optisch äußerlich schön bauen. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet euch an der einen oder anderen Ecke die ein oder andere Kleinigkeit mit abschauen. Wenn ja, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, was das bei euch war. Für mich ist wie immer auch was dabei gewesen. Ich muss das unbedingt alles mal in einem kleinen Video zusammenstellen, so die klitzekleinen feinen Ideen, die hier überall versteckt sind. Wenn das Video gefallen hat, dann dürft ihr es sehr, sehr gerne liken. Wenn ihr neu seid, dann vergesst nicht zu abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Verzeih!